So, liebe Leute, Freitagnacht. Wir sind da, wir sind live hier. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben wie immer freitags eine freie Themenrunde, so auch heute. Und ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, plaudern wollt, was auch immer, meldet euch. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen können. So, die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Jessica. Und Jessica ist 27 Jahre alt. Meine ja, hallo? Liebe. Hallo Jessica, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an zum Thema Cousin und Cousine. Ich habe mich in meinen Cousin verliebt. Du hast dich in deinen Cousin verliebt. Wir hatten ja, gestern genau. Das Thema Verwandte, da ist das noch ein Nachklapp. Ja, genau. Ich hatte gestern schon mal angerufen, ja. Aber das klappte ja leider nicht ja. mehr. Ist das ein Verwandter ersten Grades, ein Cousin ersten Grades? Ja, also Moment. Also mein Vater ist ja. Der Bruder von der Mutter meines Cousins. Also das haben wir jetzt nicht verstanden, aber ist ja auch wurscht. Also ihr seid sehr eng. Ja, ist ziemlich kompliziert alles. Eigentlich muss deine Mama oder dein Papa mit seinem Mama, mit seiner Mama oder seinem Papa so. Ja, also mein Papa ist verwandt, also ist der Bruder von seiner Mutter. Ja, genau, da haben wir es. Da haben wir es. Ja. Genau, ja, genau. Perfekt. Ja. Ja, das ist natürlich so rechtlich kein Problem. Ja, wir haben uns damals auch auf der Beerdigung von unserer Großmutter verliebt. Kanntet ihr euch denn schon so immer, die ganze Kindheit, oder habt ihr euch später... Wir haben uns vorher nie gesehen. Auf der Beerdigung hatten wir uns das allererste Mal gesehen gehabt. Ach so. Und dann hat es einfach Peng zwischen uns gemacht. Wann war die Beerdigung? Sie war ja so gut vor 10 Jahren. Vor 7 Jahren? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja, vor 9 oder 10 Jahren. Ach so, und das heißt, so lange bist du jetzt auch schon mit deinem Cousin zusammen? Ja, wir sind jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre miteinander verheiratet. Oh. Es gab damals super viel Stress in unserer Familie. Das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich, wie gesagt, juristisch ist das kein Problem. Ja, kein aber Problem. Moralisch ist es immer noch so ein bisschen anrüchig. Nicht so sehr, aber ein bisschen schon. Ja, aber pass auf, Domian. Hör mir mal gut zu, ja? Sehr gerne, ja. Ich habe damals so einen Stress gemacht. Aber das glaubst du nicht vom Allerfeinsten. Ich sollte meine Sachen packen. Ja. Und dann sollte ich mich entscheiden zwischen meinem Cousin oder der Familien, habe ich gesagt, pass mal auf, ja, mein Cousin gehört genauso gut zur Familie. Mich interessiert das nicht, was du sagst, ich liebe meinen Cousin und zu dem gehe ich jetzt auch. Habe ich meine Sachen gepackt und bin zu dem gefahren. Jetzt habe ich gerade akustisch nicht verstanden, wer diesen Stress gemacht hat. Deine mein Eltern? Vater. Dein Vater. Ah, ja. Ja. Mhm. Ja, also der Bruder von seiner Mutter. Mhm. Ja. Ja. Hat sich die Familie, also deine Eltern oder dein Vater beruhigt? Ja, so fast. Ne? Also er drückt zwar halt noch ein Auge zu, aber es passt ihm nach wie vor absolut nicht. Wir haben auch ganz heimlich geheiratet. Unsere Eltern waren gar nicht auf der Trauung dort gewesen. Ach so. Und besuchen dich oder euch deine Eltern denn jetzt ab und zu auch schon mal? Ja, ab und zu mal. Notgedrungen, sie bleiben gar nicht lange da. Wenn möglich, da wieder kurz weg. Telefonate sind nur kurz angebunden. Mhm. Ne? Also kam die heftigste Reaktion von deinem Vater? Ja, natürlich. Und wie war es so von... Mein Vater hat heute deswegen auch einen Herzschrittmacher, muss ich sagen, durch den ganzen Stress, ne? Durch den ganzen Stress? Durch den ganzen Stress. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, ne? Aber er wollte es so. Ich war damals 18 Jahre alt genug. Ja. Ja. Was waren denn seine Argumente? Nur, das tut man nicht, oder? Ja, wir würden die ganze Familie blamieren und so. Was waren die anderen Verwandten denn alle denken? Mhm. Haben die anderen Verwandten und der Rest der Familie, sind die denn lockerer damit umgegangen? Also die Familie von meiner Mutter, die hat es vollkommen akzeptiert, war kein Problem, aber halt die Familie von meinem Vater und seiner Mutter absolut nicht. Na, voll dagegen gepowert, ohne Ende. Und seine Verwandten? Ja, die Familie von seinem Vater ist auch kein Problem, ne? Aber halt unsere Eltern, also sein Vater, also mein Vater und seine Mutter halt, ne? Die haben immer wieder so einen Stress gemacht. Ja. Du sagst, ihr habt euch dann auf der Beerdigung kennengelernt. Ja. Ihr hattet euch als Kinder auch nie gesehen, wusstet. Niemals. Aber ihr wusstet, dass es da gibt es irgendwie einen Cousin. Wir wussten es. Von Bildern kannten und Fotos. Und unsere Eltern haben sich damals nicht die Fotos zusammengeschickt, ja. Ja. Daher kannten wir uns, ja. Ne? Ja, und dann. Ihr seid verheiratet, habt ihr auch Kinder schon? Nein, noch nicht. Wie ist denn das? Da bin ich jetzt gar nicht so richtig informiert. Wie ist denn das? Besteht da auch noch eine
eine relative Gefahr, dass ein Kind eine Behinderung, einen Schaden... Nein, denn wir haben nicht das gleiche Blut zusammen. Das ist alles schon untersucht worden? Ja, das haben wir alles... Also wir haben gewusst, dass unsere Eltern damals bestimmt Stress deswegen machen werden. Mhm. Wir haben da schon vorgearbeitet und uns sofort eine Blutuntersuchung anlassen lassen. Ne? Wir waren ja wieder ein bisschen schlauer, sage ich. Also ja, also ich kenne auch meinen Vater. Der ist ziemlich hart, ne? Weißt du, die ganzen Adelsdynastien der vergangenen Jahrhunderte oder Jahrtausende, die haben ja fast alle untereinander geheiratet, um die Familienbande eben zu festigen. Natürlich, ich sag mal, Domian, die Türken heiraten auch Cousin und Cousine. Die machen das auch, genau. Deswegen habe ich damals auch zu meinem Vater gesagt, wo ist das Problem? Ja. Und dann fangen wir dann damit an, ja, wenn ihr Kinder kriegt und zum Thema Inzucht und so, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr seid glücklich miteinander. Ja, irgendwo schon, sage ich mal, aber die Eltern sind noch da, ne? Also das liegt immer noch... Deine Mutter und mein Vater, das sind Bruder und Schwester, die machen immer wieder so einen Stress. Das heißt, dieser Schatten liegt immer noch auf eurer Beziehung, auf eurer Ehe und... Natürlich, ja. Nach wie vor, ja gut. Die Einzigen, die es damals offiziell wussten, dass wir geheiratet haben, war meine Schwester. Ich so, ey, pass auf, wir beide wollen heiraten. Sie so, ja, wann und wo? Komm, sag sofort Bescheid, ich bin Trauzeuge, ne? Ich so, ja, aber sag das bitte nicht unseren Eltern, ne? Als dann geheiratet worden war, ging wahrscheinlich der Stress... noch extremer weiter, weil die völlig erbost waren, oder? Ja, natürlich. Mhm. Meine Eltern wollten damals einen Anwalt anschalten, weil das angeblich doch gar nicht alles rechtens wäre, was wir da machten und so, ne? Ja. Also da ist ein Dauerfeuer, da ist ein Dauerfeuer von Seiten der Verwandtschaft. Ja. Aber ihr beiden habt euch, ihr beiden liebt euch. Ja, über alles. Und das ist das Wichtigste. Ja, also wir sind so glücklich miteinander und auch so stolz, dass wir bis dahin gekämpft haben, sage ich mal. Ja, das finde ich ja noch gut. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Dann wünsche ich euch weiterhin... Aber mir tut das alles so leid, dass mein Vater halt einen Herzschrittmacher bekommen hat, weil er sich damals nicht so aufgepusht hat und sich das alles so gestresst hat, ne? Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute weiterhin und bestelle herzliche Grüße. Ja, werde ich machen. Alles Liebe. Und dir wünsche ich alles Gute noch für deine Sendung. Du bist echt perfekt. Dankeschön. Sehr nett. Tschüss. Jo, tschüss. So ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann solltet ihr jetzt diese Telefonnummer wählen, das ist eine kostenfreie Nummer. Oder ihr solltet mailen, domian@wdr.de, wir haben eine offene Runde. Also ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne sprechen wollt. Hier ist Gretel und Gretel ist 75, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gretel, schön, dass du da bist. Ja, Domian, ich habe ein Thema zur Woche im ARD. Kinder sind Zukunft. Kinder sind Zukunft. Ja, ja. Und zwar geht es um Folgendes, ganz kurz zu sagen. Ich bin, wie gesagt, 75, seit 15 Jahren auf Rente und stricke mein Leben lang gern und viel. Ja. Und habe also viele, viele Pullover, 50, hunderte von Pullover schon in weißen Häusern nach Israel geschickt. Super. Nach Indien und so weiter und so fort. Und vor 2 Jahren ungefähr hat man mich von meiner Umgebung angesprochen und hat gesagt, wir haben so viel Not in Deutschland, wieso verschenkst du die Pulloverchen nicht hier in Deutschland? Ja. Hier in Berlin ist so viel Not und Elend und kannst du doch da viel Freude mitmachen. Gute Idee. Gute Idee. Ja. Das habe ich nun letztes Jahr gemacht. Seit einem Jahr habe ich sämtliche, angefangen, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, was du willst, von oben bis unten, durchtelefoniert. Ich komme mir vor, wie wenn ich von denen ein Almosen möchte. Ach, das heißt, du bietest denen an, hier, ich bin eine alte, fleißige Frau, die Pullover strickt. Ich möchte gerne Freude machen. Und du möchtest eine Freude machen und die sogar verschenken, die Pullover? Ja, natürlich. Natürlich. Und die wollen nicht? Sie sagen, wir kriegen keine Kinderkleidung los hier. Die das gibt's doch nicht. Eine ist übertrieben, also fast nicht. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt so viel arme Kinder. Es gibt so viel Armut unter jungen Leuten oder eben auch Familien mit Kindern, die sich wahrscheinlich irre freuen würden, von dir einen schönen Pullover geschenkt zu bekommen.
deine Kollegin hat vorher gesagt, na ja, man kann ja auch keine stricken und dann das Geld schenken. Ich will aber kein Geld schenken. Nee. Ich möchte mit Gegenständen. Und du, das sind fantastische Pullover. Ich glaube es, wenn du so eine Fachfrau bist und das dein Leben lang gemacht hast. Außerdem ist das ja auch noch, es macht ja auch mehr Spaß für dich dann, wenn du es so dann gibst, was du zu geben hast. Klar, Domian ziehen und dabei stricken und schönen Abend machen und so weiter. Also, hör mal, das kann ich nicht glauben. Du hast bei diesen großen Hilfsorganisationen angefragt. Alle. Und alle winden sich und sagen, nein, das wissen wir nicht unterzukriegen oder so. Ja, letztes Jahr hat es eine Hilfsorganisation genommen. Die haben sogar abgeholt, habe ich bezahlt natürlich, wenn sie es abholen. Und da habe ich dieses Jahr wieder angerufen und dann haben die gesagt, die liegen alle noch da. Wir kriegen die nicht los. Also, dann würde ich jetzt mal sogar... Nicht verschenken, bitte, nicht verkaufen. Ich habe schon verstanden. Dann würde ich jetzt mal aus dem Lameng heraus sagen, ohne Fachmann in diesem Bereich zu sein, dann machen die Hilfsorganisationen irgendwas falsch. Dann haben die nicht ihre Fühler dahin, wo es hingehört. Ja, es gibt hier noch, in Berlin gibt es die Aache, aber da kriege ich die Telefonnummer nicht raus. Ja. Und ich habe jetzt, um es abzuschließen vielleicht, ich habe jetzt das evangelische Johannesstift. Mhm. In Berlin angerufen, ist ja eine Riesenorganisation. Ja, ja. Und die zeigten Interesse. Ich komme mir vor, bitte können Sie mir nichts. Ja, unglaublich. Unglaublich. So? Aber ich bin sehr froh, dass du angerufen hast. Ja. Und das ist eine tolle Sache, dass du jetzt auch im Rahmen unserer ARD-Aktion hier anrufst. Denn das sagen wir jetzt hier raus in die Welt. Dass Gretel 75 tolle Pullover strickt für Kinder. Und wer bedürftig ist, wer Ideen hat, wo man diese Pullover hinverteilen kann, wo sie gut aufgehoben sind, wo sie auch benötigt werden. Ja, bitte, bitte bei uns melden. Ihr Lieben, bitte bei uns melden und wir stellen den Kontakt dann her zwischen den Bedürftigen und der Gretel. Denn das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Das kann ich gar nicht glauben. Ich finde toll, dass du das machst und dann muss das auch seinen richtigen Weg laufen. Deswegen habe ich heute, ich habe alle 10 Sekunden angerufen. Ich habe heute muss ich durchkommen zur Themenwoche. Das ist sehr gut, dass das geklappt hat. Auf wie viel Pullover kommst du denn so im Monat? Im Monat? Naja, 5, 6 schon, wenn ich zu Hause... Na, immerhin, immerhin. Drauf an. Ja, und das sind so Pullover aller Art, Winterpullover, leichtere Pullover. Ah, alles, das sind von 0 bis so 5, 6. Ja. Kann mit den Händen keine größere mehr stricken. Ja. Und ist bestes Material, waschmaschinenfest und alles, es sind traumhafte... Also, es ist richtige Qualitätsarbeit. Genau, und jeder Pullover hat einen wahren Wert, also einen Wohlwert. Ja. Zwischen 10 und 20 Euro. Ja. Jeder Pullover. Ja. Ja. Also sind Wertgegenstände. Also, man kann es nicht glauben, aber ich glaube es dir natürlich, dass das bisher so gelaufen ist. Also ich mache, du bist die richtige Ansprechperson jetzt, weil ich gucke dich, seit ich dich vor Jahren bei Harald Schmidt gesehen habe. Ah ja, ja. Vorher wusste ich ja nicht, was Domian ist. Und ja. Ich kann dir versichern, mit Ausnahme von 3 Tagen, wo ich in Köln war, da habe ich dich nicht geguckt. Aha. Ich habe selber eine Tochter, eine Enkeltochter und 2 Urenkel. Ja. Die sind natürlich auch alle bestrickt, das ist klar. Sag mal, Gretel, du wohnst, das habe ich gerade richtig verstanden, du wohnst in Berlin. Ja, als Schwabe, also, seit 40 Jahren. Ja, nur für so den Hintergrund, dass man das bei dir ab... Weißt du, was ich auch seltsam finde, was du gerade so gesagt hast? Da hat irgendeine Organisation das bei dir abgeholt und das musst du noch bezahlen, dass die das abholen? Muss nicht, sie hat gesagt am Telefon, wir holen es gern ab. Ja. Das waren 30 Pullover. Ja. Dieser Sack voll. Ja. Und ich habe Arthrose und Osteoporose, ich kann das Zeug nicht mehr schleppen. Und was hast du dafür bezahlen müssen, dass die das abholen? Ich habe Benzingeld bezahlt. Wie viel? Ich habe Benzingeld bezahlt. Darf ich fragen, wie viel? Ich habe 20 Euro mitgegeben. Finde ich auch nicht in Ordnung. Also wenn eine ältere Frau sich so anstrengt und so tolle Sachen macht, muss man der nicht noch 20 Euro Benzingeld abnehmen. Ja, aber jetzt haben sie es ja nicht mehr genommen, trotzdem 20 Euro. Ja, 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 ja. Also ihr Lieben. Geld kriegen die immer noch dazu, so ist es nicht, aber... Ich will halt meine Freude rübergeben an die Menschen. Mehr möchte ich ja gar nicht. Und das finde ich eine ganz tolle Sache und das gehört auch unterstützt. Ja. Nochmal, falls jemand jetzt gerade zufällig hier ins Radio, ins Fernsehen reingezappt hat. Ich unterhalte mich mit Gretel. Gretel ist 75 Jahre alt und eine hervorragende Strickerin.
Und Gretel möchte Gutes tun und diese Pullover, die sind für Kinder, möchte sie verschenken an bedürftige Kinder. Bisher hat sie keine Abnehmer gefunden, was wir alle gar nicht glauben können. Wer eine Idee hat, wohin Gretel diese Sachen schicken kann oder wer sie auch kostenlos bei ihr abholt. Und die sollen dann aber auch an die Richtigen und an die Bedürftigen kommen. Bitte bei uns melden und wir werden es weiter verfolgen. Domian, ich habe in Deutschland keine Abnehmer gefunden, in Israel, in Rumänien. Die sind ganz verrückt danach. Nur denke ich mir, wenn wir die Not in Deutschland haben, wieso soll ich die dann wegschicken? Und wir lesen das immer wieder in den Zeitungen. Wie und hören Sie, ich habe gestern Abend gehört, Mama, wir sind wir Arme. Genau. ARD. Also, liebe Gretel, du hast gehört, was ich hier gesagt habe und habe es aufgerufen. Und Dankeschön für deine Sendung. Ja, und ich bedanke mich für dein Engagement. Das finde ich ganz toll, dass du das machst. Eine tolle Sache und Respekt, ich ziehe meinen Hut. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute und wir setzen uns mit dir in Verbindung. Ich bin sicher, dass da eine ganze Menge Reaktionen jetzt auf unser Gespräch kommt. Ja, wir werden sehen. Ja, alles Gute. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Sven. Und Sven ist 33. Hallo Sven. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Sven. Um was geht's bei dir? Jo, bei mir geht's darum, Autofahren für Blinde und was da eigentlich für die Behinderten gemacht werden kann. Bist du blind? Hochgradig sehbehindert. Hochgradig sehbehindert heißt, beschreibst du mal, was kannst du noch so wahrnehmen? Also, ja, das ist immer schwierig so zu sagen. Jeder kommt mit seiner Behinderung einer besser mit klar, der andere weniger. Ja, aber also hell, dunkel? Ja, das sind, also... Konturen, kannst du Konturen sehen? Ja, auch noch. Auch noch? Ja. Aber es ist alles so verschwommen und... Kann man so sagen, ja. Warst du mal sehend oder bist du von Geburt an? Von Geburt an sehbehindert. Ah ja. Ich kenne das eigentlich nicht anders. Sind... Wie viele ja immer fragen, wie viel Prozent sind circa 10% noch, die ich sehen kann. Also das ist nicht für in Relation zu einem Sehenden natürlich nicht sehr viel. Nee. Und da werde ich jetzt ganz hellhörig, wenn du sagst, Blinde oder so sehbehindert und Autofahren, wie geht das? Das sind Fahrschulwagen, mit denen wir fahren. Ja. Und wo dann der Fahrschullehrer rechts neben einem sitzt und dann natürlich seine Pedale alle hat, Gas, Bremse. Aber ihr fahrt, oder du fährst, du machst das, ja? Ja, ich fahre dann selber. Aber du fährst doch nicht auf einer öffentlichen Straße. Nein, das ist nicht öffentliche Straße, das geht ja auch gar nicht. Eben. Das ist diesmal jetzt am Sonntag auf dem Testgelände von Michelin. Ach so. Hier von Berlin. Ach so. Ja, und da können wir dann halt richtig mal... Ah, interessant. Das heißt, da kann man als Sehbehinderter das Gefühl haben, Auto zu fahren. Ja. Man muss nicht auf eine Straße achten oder auf Gegenverkehr, weil freie Bahn ist. Ganz genau, das ist so eine Art Kreisverkehr, den wir dann da haben. Und auf jeden Fall sitzt jemand neben einem, der dann auch zur Not noch bremsen kann oder wenn es dann zu sehr in die Kurve geht oder weg von der Bahn, der passt auf. Ja, genau, der kann dann eingreifen beziehungsweise uns dann sagen, rechts, links oder mehr geradeaus oder so. Ist ja eine tolle Sache. Ja. Das heißt, das ist für dich so ein Hobby, dem macht das Spaß, das Autofahren? Auf jeden Fall, sehr viel Spaß. Ich bin da jetzt auch x-te Mal dabei, vierte oder fünfte Mal. Ja, versuch mir das mal zu erklären, Sven. Ich bin nur auch Autofahrer. Wenn ich mir gerade mal so vorstelle, ich mache die Augen zu und fahre Auto, was spüre ich? Was spüre ich da? Ich spüre den Motor. Ich spüre vielleicht, dass sich das Gefährt bewegt. Ja. Aber mehr kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen. Beschreib mir das mal, was das für dich ausmacht, dass dir das so gut gefällt. Also, dass man selber mal mitkriegt, was passiert eigentlich, wenn man aufs Gas drückt, wie das Auto beschleunigt. Ach ja, du merkst, klar, man merkt, man wird in den Sitz zurückgedrückt und man sehr beschleunigt. Ja. Wobei du siehst die Beschleunigung nicht, wie wir sehen, aber du spürst sie. Ja, also man sieht sie auch, also ich sehe sie auch noch. Ach so ein ganz klein bisschen. Ja, das sieht man ja dann auch ein bisschen. So, und dann sagst du, das ist wie so ein Kreisverkehr. Ihr fahrt dann immer in der rund. Ja, das wird wohl, das ist eine Teststrecke. Wie ich im Internet schon gesehen habe, ist das eine Strecke, die circa 4 Kilometer lang ist und 95 Meter breit. Also hat man relativ viel Platz, wo man fahren kann. Und dann sind da natürlich auch ein paar Kurven und alles sowas. Und dann sagt aber der Beifahrer, der Lehrer sagt jetzt nach rechts drehen, nach links drehen. Genau. Ja, muss er ja, sonst wüsstest du es ja nicht. Ja, genau. Du machst es zum ersten Mal? Nein, ich mache es schon vierte oder fünfte Mal. Ach so. Dabei. Ach so. Ja. Und immer auch auf diesem Gelände?
Nein, nicht immer auf diesem Gelände. Letztes Mal war es vorm Reichstag hier in Berlin. Vor dem Reichstag? Da geht das? Ja, da war die Strecke abgesperrt, weil da noch gebaut wurde und da war das recht günstig, dass man das da veranstalten konnte. Wollte gerade sagen, jetzt geht das nicht mehr da. Nee, jetzt geht's nicht und jetzt haben wir ein größeres Gelände, wo man mal doch ein bisschen mehr Gas hat. Hast du auf diese Art und Weise auch Autofahren gelernt? Kann man so sagen, dass ich es so halbwegs gelernt habe, weil ich ja auch nie im öffentlichen Straßenverkehr fahren darf. Ja, ist klar. Ist das ein Schaltwagen oder ein Automatikauto? Die haben beides da. Und was ist dein, was bevorzugst du? Also mit richtiger Gangschaltung. Mit Schaltung. Ist schon am besten, finde ich. Hat man ein bisschen was zu tun. Was kostet der Spaß? Das ist ein Unkostenbeitrag, den wir da haben, dann von 12,50. Wo dann Verpflegung mit bei ist. Ach, das geht dann ja. Essen und für die Fahrlehrer dann eine kleine Aufmerksamkeit. Und wird das irgendwie gefördert oder gesponsert von irgendjemandem? Oder ist das eine Nettigkeit der Fahrlehrer, dass die Autos zur Verfügung stellen? Das ist mit dem Fahrlehrerverband zusammen. Ah ja. Wird das organisiert und der ABSV hier in Berlin. Tolle Sache. Das mit. Tolle Sache. Und der Grund eigentlich, warum das gemacht wird, ist, dass die Fahrlehrer ihren Fahrschülern sagen können, so und so sehen können das die Sehbehinderten beziehungsweise Blinden. Und darauf muss dann auch noch geachtet werden, weil die Autos werden ja heutzutage immer leiser. Und deshalb für die Sehbehinderten und Blinden eine riesengroße Gefahrenquelle. Ja. Ja, wobei ihr ja eben nicht in einem öffentlichen Verkehr fahrt, ne? Ja, das ist richtig. Aber dass die Fahrschüler dann auch darauf aufmerksam mal gemacht werden, nicht jeder, der, oder besser anders gesagt, nicht jeder, der keine Armbinde hat oder keinen alten Stock, der kann auch schlecht sehen. Und darauf muss dann besser geachtet werden. Ja. Man kriegt es auch immer mit, wenn jetzt die Autofahrer einfach um der Ecke biegen, gar nicht abgucken. Das ist ja auch bescheiden für uns. Also, morgen geht's los. Um wie viel Uhr? Am Sonntag geht's los. Am Sonntag. Um 9 Uhr geht's los auf dem Testgelände von Michelin. Ja. Zuschauer sind leider nicht erlaubt, soweit ich das weiß, aber es sind auch wieder Fernsehsender mit dabei. Das glaube ich. Damit in der Nachrichten zeigen. Na klar. Und bei mir auf der Homepage werde ich es dann auch wieder haben. Lieber Sven, dann wünsche ich ein tolles Wochenende. Ja, danke. Und genieße es, das Autofahren. Beschleunige mal so richtig volle Kanne. Kann ja nichts passieren, der Lehrer sitzt ja daneben. Ja. Und hab Spaß beim Autofahren. Das werde ich haben, auf jeden Fall. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. Schönen Gruß auch an euch und mach weiter so. Ja, sehr nett von dir, dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. Niklas ist hier. Niklas ist hier alt. Ja, hallo, ich bin 18 Jahre alt. 18 ist er. Hallo Niklas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dass ich da bin. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe letzte Woche, glaube ich, war das, oder vor ein paar Tagen, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich gucke hin und wieder mal die Sendung, ich habe da eine Frau gesehen, deren Neffe Selbstmord begangen hat im Auto. Genau, ja. Das war diese Woche, ja. Genau, und die hatte meiner Meinung nach, zumindest konnte ich das aus ihrer Stimme hören, starke Probleme damit umzugehen. Und mir ist Ähnliches passiert, also was heißt Ähnliches? Mein Vater hat Selbstmord begangen, das ist 2 Jahre her jetzt. Er hat einen Selbstmordversuch, er ist damals bei uns aus dem Apartment gesprungen, im 4. Stock. Ich hatte damals traurigerweise, beziehungsweise vielleicht auch glücklicherweise, ich kann es im Nachhinein nicht genau sagen, ich kann die Situation nicht genau einschätzen, hatte ich später zur Schule, das heißt, ich habe ihn damals finden müssen, zu sagen. Du hast ihn auf der Straße gefunden? Ich habe ihn bei uns im Innenhof gefunden, ja. Wie, aus dem 4. Stock, sagst du? Im 4., das waren gut 14 Meter ungefähr. Und habe ihn damals, ich war, das ist 2 Jahre her, ich war 16 damals. Wie war, ich habe das gerade nicht verstanden. Du kamst von der Schule und hast ihn da gefunden? Ich war gerade auf dem Weg zur Schule sozusagen. Ach so, du bist quasi durchs Treppenhaus gegangen. Ja genau, dann kam ein Nachbar auf mich zu und meinte, der Nachbar hat mich damals gar nicht wiedererkannt und war nur total aufgelöst und meinte, Herr Naujo, Herr Naujo, sei aus dem Fenster gesprungen und so weiter. Da mein Vater damals schon stark depressiv war. Das heißt, du hattest ihn vorher noch oben mit ihm gefrühstückt oder hattest ihn gesehen beim Frühstück? Indirekt gefrühstückt, also er war halt stark unter Medikamenten, sag ich mal, hat stark geschwitzt. Hast du mit ihm alleine gelebt?
Nein, nein, meine Mutter und mein Bruder auch. Meine Mutter war aber zur Arbeit. Mein Bruder auch in der Schule, der hat damals Abitur gerade gemacht. So, jetzt hast du deinen Vater dort liegen sehen. Was war das für ein Anblick? Ja, mein Vater war eigentlich sein Leben lang ein starker Mann. Also er war Rechtsanwalt und ist natürlich sehr, sehr hart für mich. Es sah sehr jämmerlich aus. Ich habe ihn damals aber wiederbelebt und er hat das dann überlebt sozusagen. Ich habe den Krankenwagen sofort angerufen. Achso, das heißt, er war nicht direkt verstorben. Genau. Du hast ihn als 16-jähriger Sohn dann wiederbelebt. Genau. Was hast du gemacht? Ich habe ihn in stabile Seitenlage gelegt, habe sein Herz massiert und ihm halt Luft in die Lunge gepumpt mit meinem Mund, wie man sich das so vorstellen kann. Ja, das wusstest du, wie man das macht? Ja, das Fernsehen hat mich belehrt. Bitte? Das Fernsehen hat mich da belehrt. Das Fernsehen. Man sieht da ja so Sendungen und dann weiß man ja Bescheid. War er denn äußerlich auch verletzt? Ja, es gucken so Rippen an der Seite raus, an den Seiten raus. Aber er war nicht bei Bewusstsein? Nicht bei Bewusstsein. Er kam dann langsam wieder zu Bewusstsein, als der Krankenwagen kam, aber da war ich auch relativ glücklich drüber und hat nur meinen Namen die ganze Zeit gesagt. Ich habe die ganze Zeit gefragt, weißt du, wer vor dir sitzt, und habe halt versucht, Kontakt mit ihm zu behalten. Lass mich mal fragen. Du warst unten und hast deinen Vater wiederbelebt. In der Wohnung oben war ja noch deine Mutter. Nee, meine Mutter war auf der Arbeit. Ach so, die war auf der Arbeit. Ja. War sonst noch jemand in der Wohnung oben? Nee, ich war ganz alleine. Du warst ganz alleine. Dann ist dein Vater ins Krankenhaus gekommen. Richtig. Was ich ist dann? Mit der Polizei hinterhergefahren. Mhm. Und er schwebte dann gut 3 Monate in Lebensgefahr. Mhm. Hat es aber damals ganz gut überlebt. Ja, und jetzt kommt hart. Das ist irgendwie komischerweise bei deiner Sendung immer so, muss ich sagen, dass dann immer noch was oben drauf gesetzt wird. Er war dann eigentlich relativ gesund wieder, ja. Und hat dann eine Infektion bekommen im Krankenhaus, die im Krankenhaus ausgebrochen ist und wurde unter Quarantäne gestellt. Ja. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist das für einen depressiven Mann eine ganz schwierige Sache, wenn er keinen Kontakt zur Außenwelt bekommen darf, ja. Mhm. Und wurde dadurch immer stärker, noch depressiver und so weiter. Du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen. Mhm. Und dann letzten Endes war es so, wie soll ich das erklären? Er hat sich halt tierisch Geldsorgen gemacht, sage ich mal. Mhm. War aber kein Grund dafür. Also wir sind, ja, wenn ich das jetzt so irgendwie sagen darf, wir sind relativ gut betucht eigentlich in der Familie. Hat er denn diese Infektionen überstanden? Ja, da war er dann relativ gut raus schon wieder, kann man sagen. Da rief auf jeden Fall eine Frau, wenn ich mal weiter erzählen darf, von der Krankenkasse an und sagte zu mir, also ich war gerade in der Küche und wollte nicht zum Telefon gehen, weil ich gerade beim Kochen war da. Mhm. Und auf dem Anrufbeantworter sprach die dann von wegen, ja, wir haben hier ihre Krankendaten und so weiter und wir können ihnen die Krankenkassensachen nicht weiter bezahlen und so. Aber das war nur ein Fehler von der Frau, weil sie war den ersten Tag damals da bei der Versicherung und hat die Daten verwechselt. Und hat dann dummerweise sofort meinen Vater in der Klinik angerufen. Ja. Der dann natürlich als depressiver Mensch extrem überreagiert hat. Und hat natürlich Panik bekommen wegen der Kosten. Jetzt sag mir mal, weil mich das hier sehr interessiert. Hat dein Vater das alles überlebt? Letzten Endes nicht. Dann ist er nämlich losmarschiert und hat sich vor die Bahn geschmissen. Oh. Ja, ja. Das heißt, er ist aus dem Krankenhaus, noch während er dort in Behandlung war, rausgegangen? Ja, das heißt, er war ja nicht mehr in der geschlossenen Klinik, sondern war halt schon alles offen. Mhm. Und er durfte halt auch schon wieder raus, ja. Das ist ja unfassbar. Und hat sich dann vor eine Bahn geworfen? Richtig. Und ist dann verstorben? Ja. Und was mir, worum es mir eigentlich im Gesamtkontext ging, ist jetzt eigentlich einfach diesen ganzen Leuten, denen Ähnliches passiert, einfach Hoffnung zu geben. Also das Leben, es geht ganz normal weiter. Was heißt ganz normal? Man hat einen Menschen verloren, das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Und man muss einfach in die Zukunft blicken. Und ich habe einiges vor in der Zukunft. Ich mache gerade mein Abitur. Mein Bruder hat während der Zeit gerade sein Abitur gemacht und das auch recht gut bestanden und ist jetzt Flughafenmanager mittlerweile, also zur Ausbildung dazu. Aber du warst ja, oder bist du warst und bist sehr jung. Ja. Du warst ja jung, als das passiert ist. Das ist ja doch ein unfassbarer Schock, den man dann als junger Typ erleben muss. Einmal, du hast den Sturz erlebt, du hast erlebt, wie er sich wieder aufgebaut hat, dann ging es ein bisschen wieder bergab wegen der Infektion, aber wahrscheinlich hätte er das alles überlebt und dann wirft er sich vor den Zug. Ja. Wie beurteilst du denn deinen Vater und das, was er getan hat? Ich
nehme ihm nicht übel für das, was er gemacht hat. Ein Mensch hat meiner Meinung nach freie Verfügbarkeit über Leben und Tod. Mhm. Und sollte das alles selbst entscheiden. Menschen, man muss das so sehen, depressive Menschen haben eine Krankheit. Das ist eine psychische Krankheit, genauso wie du das ersehen kannst mit Krebs oder mit AIDS oder was weiß ich. Das sind Krankheiten, die haben die Menschen. Mhm. Wie lange hatte dein Vater schon diese Krankheit? Ja, das kam in Etappen. Also das war vor 3 Jahren schon mal, das war dann so einen Monat oder sowas. Mhm. Und dann kam das immer wieder und dann im Sommer vor 3 Jahren wurde das immer stärker und dann halt so extrem. Wie lange hast du denn, du redest ja jetzt relativ locker drüber. Relativ, ja. Wie lange hast du denn so doch für dich tief in dir eine Trauerzeit empfunden? Um ehrlich zu sein, relativ kurz. Also ich kann dir das jetzt zum Beispiel mal so sagen, ich bin sofort danach wieder zur Schule gegangen. Ich habe damals gerade auf dem Gymnasium meinen Realschulabschluss gemacht und konnte halt mich gar nicht großartig darauf konzentrieren. Das klingt jetzt total bescheuert, aber das ist auch wirklich so. Ja, das kann schon sein, dass man das sowas auch sehr wegdrängen kann oder verdrängen kann. Vielleicht sogar mit der Gefahr, dass es irgendwann mal ausbricht. Man weiß es ja nicht. Davor hatte ich halt Angst. Mhm. Und mittlerweile ist es 3 Jahre her, 2 Jahre her. Dann ist bis jetzt noch nichts gekommen und ich habe Familie und wahnsinnig großen Freundeskreis, mit denen ich auch drüber reden kann. Und wie hat deine Mutter das denn erlebt und wie geht die damit um? Ja, also meine Mutter ist glücklicherweise eine wahnsinnig bodenständige Frau und das ist eigentlich, geht durch unsere gesamte Familie so. Also die hat auch das genauso verarbeitet wie mein Bruder und ich. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Perfekt. Perfekt auch noch. Kann man nicht anders sagen. Also der hat mich großgezogen, so wie ich bin. Und ich denke mal, ohne diese Stütze von meinem Vater, wie er mich erzogen hat, glaube ich, hätte ich überhaupt gar keine Chance gehabt, jetzt so zu leben, wie ich lebe. Also meinst du, hast es deinem Vater zu verdanken, dass du jetzt nicht extrem leidest und wieder so ins Leben zurückgefunden hast? Ja. Eigentlich durch seine Erziehung? Eigentlich schon. Genauso wie das mit meiner Mutter. Also meine Mutter hat mich genauso erzogen. Mhm. Gehst du denn manchmal zum Friedhof? Nie. Komischerweise. Also ich begleite meine Mutter immer auf ihrem Wunsch hin und freiwillig gehe ich aber nicht hin, weil meiner Meinung nach sind für mich eher so andere Fixpunkte Sachen, wo ich nie ihm empfinde. Wenn ich zum Beispiel irgendwie zum Wasser gehe oder segeln gehe oder irgendwie sowas, das sind solche Sachen, die er auch gemacht hat und dann denke ich immer so ein bisschen an ihn. Ja. Wie erlebst du denn, ich meine, das war jetzt auch schon einige Male, die Jahrestage seines Versterbens. Ist das ein besonderer Tag? Ja, das war letztes Jahr recht heftig, weil ein guter Freund von mir an dem Tag auch Geburtstag hat. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber dann waren wir da auf dieser Feier und dann waren viele Freunde von mir da. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann draußen hingestellt mit ein paar Freunden und eine Zigarette geraucht. Und dann habe ich halt gesagt, hier, wisst ihr Bescheid, vor einem Jahr war das jetzt, da ist mein Vater gestorben und so. Und dann haben die alle ganz offen drüber geredet und haben mir Stütze gegeben, weil sie fanden es unglaublich, wie ich damals mit der Situation umgegangen sei. Und es war eine ganz offene Sache. Ja, da hat dir es hat dir, glaube ich, geholfen, dass du in dem Moment das ausgesprochen hast. Ja, richtig. Das war das, ja. Und die anderen sind gut drauf eingestiegen und ihr habt dann nochmal alle geredet und dann war die Situation auch gut zu ertragen. Genau, das ist eigentlich auch so eine zukünftige Sache. Also wenn man irgendwie Probleme hat oder dann immer an Leute denkt, die man irgendwie vermisst, ob das jetzt irgendwelche Toten sind oder so, ist ja gar ganz egal, auf welche Art und Weise die ums Leben gekommen sind, muss man sich einfach überlegen, mit welchen Menschen kann man drüber reden und so. Und das hilft auch oft. Ja, das ist definitiv so, das glaube ich auch. Dann sei froh, dass du auch so ein Umfeld hast, wo das geht. Viele Menschen haben so ein Umfeld nicht. Darüber bin ich auch echt froh. Ja, das ist ja gut, ja. Also das tut mir sehr, sehr leid, was da passiert ist. Aber ich finde das auch wiederum beachtenswert und erstaunlich, wie du das schaffst, damit umzugehen. Und wenn das so dein Weg ist, finde ich das wunderbar und richtig. Bleibt einem ja letzten Endes nichts anderes übrig. Was soll ich jetzt machen? Ich bin ein Typ von 18 Jahren. Soll ich jetzt irgendwie auch depressiv werden, mein Abitur verhauen und dann, weiß ich, Papierempfänger, ich habe keine Ahnung, da habe ich auch keine Lust zu. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, das ist so eine bodenständige Art und Weise, aber wir sind Menschen und wir müssen irgendwie versuchen, auch mit dem Dingen, die uns gegeben sind, im Leben umzugehen. Also möge es so sein, dass du diese Haltung weiter haben wirst, denn das wird dir immer wieder helfen und sicher auch in dieser Sache weiterhelfen. Ich finde es gut, dass du angerufen hast, auch als Rückmeldung auf die Anruferin vor einigen Tagen. Ja, und einfach auch an alle Leute, bei denen das passiert, immer schön positiv denken, vor allem in die Zukunft denken. Auch wenn die Zukunft grau aussieht, irgendwann geht auch mal wieder der blaue Himmel auf.
Weißt du, Niklas, das sind immer sehr liebe und wohlgemeinte Ratschläge. Ich glaube, dass derjenige, der anders gestrickt ist und anders empfindet, kann damit nichts anfangen, glaube ich. Ja, das stimmt, das ist schwer. Aber dennoch finde ich es gut, dass du es gesagt hast und du es an deiner Geschichte auch erklärt hast. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Niklas. Jo, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Lisa ist hier. Lisa ist 25. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Morgen. Hallo, Lisa. Um was geht's bei dir? Also, bei mir geht es darum, dass ich ja seit ein paar Monaten mit jemandem zusammen bin, wovon ich eigentlich gedacht habe, dass das alles seinen normalen Lauf annimmt und vor kurzem aber erfahren musste, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Noch dazu, ja. Du hast, ich musste das vor kurzem erfahren. Hast du es von ihm erfahren oder irgendwie hintenrum? Ich habe es von ihm erfahren. Ich denke mal einfach aus dem Grunde, weil ja, es gab halt Uneinstimmigkeiten mit der Zeit, da wo ich dann natürlich auch nachgehakt habe, warum, weshalb, wenn er halt keine Zeit hatte. Ach so, so meinst du das, ja. Mhm. Zusammengepasst hat. Es waren halt auch solche Ausreden, die mich jetzt wirklich, also ich muss wirklich sagen, nicht auf die Idee gebracht haben, dass da so etwas in der Art sein könnte. Aber dennoch hat er es dann gestanden? Ja, er hat es mir gestanden aufgrund schlechten Gewissen, weil er sich absolut vor mir geschämt hat, gescheut hat. Wie alt ist er? 30. Und wie lange ist er schon mit seiner Partnerin zusammen? Keine 2 Jahre. Das Kind ist entsprechend klein. Sehr klein, das habe ich auch. Also ich habe das nicht am Telefon, also er hat mir am Telefon gesagt gehabt. Das war dann eigentlich nur kurz, so ein Kurzgeständnis wie, sorry, dass ich mich nicht 2 Tage gemeldet habe, was er vorher nie gemacht hat. Aber er schämt sich total und mein Gedanke war halt irgendwie, er schämt sich dafür, dass er sich 2 Tage nicht meldet. Aber es war nicht so und ich, ja warum, weshalb, ach wenn du wüsstest, eigentlich wollte ich dir das schon von Anfang an sagen, hab's nicht getan. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich bin verheiratet, lebe getrennt und hab ein Kind. Ach, er lebt getrennt? Ja, ja, aber dieses Getrenntsein. Was heißt das? Er lebt getrennt. Ist er mit der Frau nicht mehr zusammen? Nee, eben nicht. Er ist mit ihr zusammen. Aber sie leben dennoch getrennt. Warum? Das habe ich dann in einem Gespräch, wo ich mit ihm persönlich war. Ich wollte ihn natürlich sehen, wollte mit ihm genaueres erfahren. Ja. Er hat aber wirklich nur starr durch die Gegend geguckt, hat jeden Blickkontakt zu mir versucht, nicht aufzunehmen. Hat er denn erklärt, warum er getrennt von der Frau lebt? Er lebt direkt nicht getrennt von ihr. Die sind schon noch gemeinsam in einem Haushalt, in verschiedenen Zimmern. Er übernachtet gelegentlich bei Bekannten, also das vermeidet, nach Hause zu kommen. Jetzt verstehe ich es nicht richtig. Also sind die doch nicht mehr richtig zusammen? Von seiner Seite aus nein. Ach so, das heißt, da ist ein Problem. Sie möchte das noch und für sie sind die beiden zusammen, aber für ihn nicht mehr. Stimmt das? Oder? Ja, das stimmt so in dem Sinne, aber sie weiß ganz genau, dass er nicht will. Und Bist du sicher, dass er dir die Wahrheit sagt? Oder? Das ist es ja. Ich war mir selber da nicht mehr sicher. Es könnte ja auch sein, dass er dir so eine Geschichte auftischt. Ja, auftischt, damit ich gehe. Ja, oder um dich bei der Stange zu halten, nach dem Motto, naja, ich will ja nicht mehr so richtig mit meiner Frau und das ist... Ja, ja, ne? Ja, diese Gedanken sind mir wirklich auch schon gekommen, so ist es nicht. Allerdings muss ich dazu jetzt sagen, dass ich ich hatte ja einen Bekanntenkreis von ihm kennengelernt. Es war ja nicht so, dass ich niemanden von ihm kannte. Ich hatte viele Leute kennengelernt, was heißt hier viele? Ich habe unter anderem 3 Pärchen kennengelernt. Lisa, sag mir mal, wie dein Gefühl für diesen Mann ist. Liebst du ihn? Es sind schon Gefühle da, ja.
Naja, es sind schon Gefühle da. So, Gefühle sind oftmals so mehr oder weniger da. Liebst du ihn? Bist du verknallt in den? Ja. Du musst nachdenken, wie kommt das? Wie das kommt, das ist aber, meistens kommt daher, weil es einfach diese Angst ist, verletzt zu werden. Verstehe. Und, daher bist du vorsichtig auch in der Aussage. Ich bin vorsichtig in der Aussage. Ich war auch vorsichtig bei ihm, als ich mit ihm... Mhm. Also ich habe wirklich circa sehr lange gebraucht, bis er an mich ran konnte. Mhm. Und eigentlich hat er mich jetzt so weit gehabt, wo ich von seiner Person überzeugt war. Ja. Und jetzt musste ich halt das erfahren. Ja. Und ich weiß, dass diese Aussagen wichtig sind, weil ich durch Zufall eine Bekannte von ihm gesehen habe und die absolut nicht weiß, dass dieses Gespräch mit mir und mit ihm stattgefunden hat. Okay, hier interessiert mich interessiert das noch was. Er sagt zu dir, dass er dich auch sehr mag. Ja. Ja. So, was sagt denn der junge Mann weiter, wie er sich das vorstellt, welche Perspektive die Geschichte mit euch haben könnte? Das weiß er nicht. Er steht unter Druck. Das heißt, er hängt zwischen den Seilen, da ist eine Frau, da ist ein ganz kleines Kind, da bist du. Genau, also ihm geht es im Moment eigentlich, soweit ich es weiß und es von ihm entnehmen konnte und auch von dieser Bekannten, eigentlich will er diese Ehe absolut nicht mehr. Aber er kann nicht daraus, weil ein Familiendruck da ist. Und weil auch... Familiendruck heißt, dass er großen Ärger in der Familie bekäme, wenn er sich... Innerhalb der Familie, ja. Ja. Der Familie ist es aber bekannt. Es ist nicht so, dass das denen nicht bekannt ist, dass er nicht will, sozusagen. Ja. Der Frau ist es von Anfang an bewusst. Ihre Aussage dazu ist, du kannst dich so ungefähr drehen und wenden, wirst sowieso bei mir landen. Die Frau weiß aber nichts von dir. Nein, die weiß nichts von mir. Ist er ein... Ich meine, du bist jetzt ein bisschen verliebt, da sieht man Leute immer eigentlich... Anders, immer, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber dennoch, würdest du eher sagen, das ist ein mutiger Typ? Nein. Dann hast du schlechte Karten. Er ist kein mutiger. Dann hast du schlechte Karten. Das habe ich schon gemerkt, bevor ich das... Wenn da solche diffusen Verwicklungen mit Familie, wie du es gerade angedeutet hast, sind, ist der ja quasi in einem Gefängnis. Ist er auch. Und da müsste jemand schon ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben und sagen, nee, pass mal auf, ich kann so nicht leben, ich muss klar Schiff machen und ich habe jetzt eine andere Frau, die heißt Lisa und mit der möchte ich zusammen sein. Aber da muss jemand schon auch eine klare Haltung haben, ein Rückgrat haben. Und da, jetzt ist natürlich die Frage, immer die klassische Frage in so einer Konstellation. Du bist in einer sehr, sehr unangenehmen Rolle. Ja. Ist immer die Frage, wie lange macht man diese Rolle mit? Eben. Das kann man eine gewisse Zeit machen, glaube ich immer, das kann man sicher tun, aber ab einem bestimmten Punkt darf man das eigentlich nicht mehr machen, weil man sich selbst lächerlich macht und man auch ständig verletzt wird. Genau, darum geht es mir. Da bin ich mir total bewusst und auch der Meinung, eigentlich habe ich für mich habe ich diese Entscheidung schon getroffen, dass es mit ihm nicht mehr weitergehen wird. Mhm. Ich bin sogar der Meinung, dass er für seine Familie zuerst mal, ich sag jetzt nicht seine Familie, die, also im Endeffekt für die Frau und für das Kind, erstmal vielleicht kämpfen muss, bevor er sich anderweitig ein Glück. Gut, wenn du das sogar selbst schon so siehst, Lisa, ist ja die Sache eigentlich schon geregelt. Die ist geregelt, plus die Umsetzung. Die Umsetzung ist es, genau. Natürlich. Aber das wird wahrscheinlich, es kann sogar sein, dass du mehrere Anläufe machen musst, bevor du das umsetzen kannst. Mhm. Weil du bist ja vielleicht keine Heldin, da muss man schon fast ein Held sein, wenn man jemanden liebt und sagt, nee, Schluss, ich gehe jetzt. Aber da würde ich dann auch aufgrund dessen, was du mir jetzt erzählt hast, plus der Einschätzung deiner Intuition, die du mir jetzt gerade mitgeteilt hast, würde ich sagen, dann bist du da wirklich auf dem richtigen Wege. Denn wenn das so ist, wie du es darstellst, dann, um dich vor dem Unglück zu schützen, musst du da weg. Über kurz oder lang. Ja, ich weiß.
Ich wünsche dir dabei alles Gute und gutes Gelingen, Lisa. Mhm. Von ganzem Herzen. Wenn du auch gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin führen willst, vielleicht um das eine oder andere noch detaillierter zu beraten, würde ich es dir gerne anbieten. Und ist der Netz? Ja, dann machen wir das so. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Liebe, auf Wiederhören. Ja, ciao. Tschüss. Sebastian, 21 Jahre alt, guten Morgen. Jawohl, hallo Domian. Jawohl. Sebastian, was ist los? Was ist dein Thema? Ich rufe an zu meinem Thema, und zwar über mein Outing möchte ich mit dir sprechen. Mhm. Outing als Schüler. Ja, richtig, genau. Ja. Ich habe mich übers Radio geoutet, und zwar war das an dem Geburtstag meines Vaters. Mhm. Und ein schönes Geburtstagsgeschenk für den Papa wahrscheinlich. Ja, genau. Also es war so eine Aktion im Radio, dass man Leute, die man irgendwo gesehen hat, übers Radio halt wieder suchen kann oder finden kann. Ja. Und ich war mit einer Freundin im Urlaub, und auf dem Rückflug von Tunesien nach Deutschland sah ich ihn halt, den Mann meiner Träume. Mhm. Ich könnte auch heute noch genau sagen, was er anhatte. Und ich traute mich einfach nicht, ihn anzusprechen. Den hast du einfach so gesehen, den kanntest du vorher nicht? Ich kannte ihn vorher nicht. Und du hast ihn am Flughafen gesehen oder wo? Ja, genau, richtig. Am Flughafen? Mhm. Am Flughafen. Mhm. Er saß einen Tisch neben uns, und... Ja, ich konnte halt nicht von ihm lassen. Ich musste also ihn die ganze Zeit beobachten. Ja. Und hat er dich auch beobachtet? Ja, hat er. Hat er. Und er hat mir dann sogar beim Einsteigen ins Flugzeug an der Treppe halt im Vortritt gelassen, ne? Mhm. Und ich hatte dann noch das Glück, dass die Maschine ein Problem hatte, und wir mussten nochmal aussteigen. Und so konnte ich dann das doch noch genießen, neben ihm im Bus auf dem Weg zum Flughafen neben ihm zu sitzen. Aber ihr habt nicht gesprochen? Nein, also die Freundin, die wollte unbedingt, dass ich halt Kontakt mit ihm aufnehme, und sagte dann zu mir, ach du, warum bist du denn so rot? Und ich denke so, ach du Mann, jetzt muss sie mich auch noch da reinreiten, und bist du aufgeregt? So sind die besten Freundinnen, ne? Ganz bitterböse in solchen Situationen. Genau, genau. Ja. Und dann sagte er in dem Moment, ach, Angst brauchst du nicht haben, das Flugzeug kommt runter, so oder so. Mhm. Habe ich gedacht, toll. Mhm. Tolle Aussage. Naja, und in Hamburg am Flughafen habe ich dann versucht, über die Sitznachbarn rauszufinden, wo er dann herkommt. Und die sagten mir halt nur, dass er in Hamburg lebt. Naja, und dann wusste ich halt von dieser Sendung im Radio. Mhm. Und du lebst auch in Hamburg? Die bitte? Nee, ich lebe in Lübeck. In Lübeck, ja. Mhm. Richtig, genau. Und dann habe ich da angerufen beim Radiosender, den aufs Band gesprochen, meine Geschichte. Und die riefen mich dann an dem Sonntag, an dem Geburtstag meines Vaters zurück. Mhm. Und die haben dann morgens halt, haben sie das aufgezeichnet und mir gesagt, das wird um 21 Uhr ausgestrahlt. Und dann habe ich halt abends ganz gespannt vorm Radio gesessen und hörte dann, wie man sagte, und nach diesem Song kommt halt Sebastian mit seiner Geschichte, und ich, also das Radio gepackt, runtergerannt in den Garten, wo die ganze Family saß. Ach du Lieber. Hab das Radio auf den Tisch gestellt, gesagt, so Leute, ihr müsst unbedingt zuhören, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich mir natürlich gleich den besten Platz ausgesucht, damit ich alle beobachten konnte, mir ein Glas Sekt eingeschickt und halt die komplette Bande mit gesenktem Kopf beobachtet. Und ich merkte halt nur, wie ein Mund nach der anderen immer weiter aufging, und die Blicke, die guckten mich an, als wäre ich ein Geister. Und ich dachte mir, ich muss denen das so hart zeigen, weil meine Familie mir auch gezeigt hat, wie sie über Schwule denken, weil sie von vornherein wohl schon immer so Vermutung hat, das hat man ja manchmal, vor allem wenn es in der Familie dann so ist. Sebastian, zu diesem Radiobeitrag, da war dann völlig klar, dass du auf diesen Mann scharf warst und den suchst. Genau. Das, die Moderatorin fragte mich, wen suchst du denn? Naja, und ich sagte dann, ich suche den Mann meiner Träume. So wie du es mir gerade erklärt hast. Richtig, genau. Und das war alles aufgezeichnet, und dann haben die das abends gesendet. Richtig, genau. So, wie war jetzt die Ich vermute mal, es war Totenstille. Du hast recht. wie viele Leute waren da? Also wir waren so circa 14, 15 Leute. Also die gute Verwandtschaft war da. Richtig, genau, der Familienkreis. Und so, und da? Ja, ich habe gedacht, okay, dann wird sich gleich jemand drauf ansprechen. Ja? Aber meine beste Freundin, die mit mir im Urlaub war, die saß natürlich neben mir. Mhm. Es hat keiner was gesagt, niemand. Es hat pikiertes Schweigen. Richtiges Schweigen. Mhm. Meine Mutter, die stand dann ganz wie so ein, also sie sah aus wie eine Trümmerlotte in dem Moment. Sie war total fertig. Und wahrscheinlich war das allen peinlich, ne? Richtig, ich glaube auch. Und das heißt, du hattest vorher noch kein Wort niemandem gesagt in der Familie. Richtig. Mhm. Nur meine beste Freundin, die wusste Bescheid, sonst keiner. Und ich habe nur Brüder. Und das war halt dann auch schon eine schwierige Situation. Und ja, wurde denn an dem Abend gar nichts dazu mehr gesagt?
ich habe dann nochmal gesagt, also wollte irgendwie gar nicht drüber sprechen, also ich würde es schon gut finden, naja, und dann, nein, und ich will nicht, dass du mir meinen Geburtstag versaust und dann reden wir später drüber, wie die Väter dann halt so sind, ne, und ich wurde dann auch richtig aufs Übelste beschimpft von meinem Vater dann Tage später, ich würde das alles nur machen oder ich wäre ja nur schwul, weil ich von Männern Geld dafür bekäme, also ich wäre... Ehrlich, sowas hat er gesagt? Ja, das war ganz... Oh, das ist ja heftig. Und dann habe ich halt einen anderen Mann dann irgendwann kennengelernt, mit dem ich dann zusammengekommen bin und als das meine Mutter dann erfuhr, wurde ich dann halt hochkantig rausgeschmissen. Man hat mir eine Wohnung gesucht, eine Einzimmerwohnung und da durfte ich mich mit ihm treffen und ansonsten gar nicht. Du bist aber jetzt erst 21. Wann war diese Outing-Geschichte? Wie lange? Das war mit 18. Mit 18? Ja. Mit 18. Wie haben die Eltern sich heute ein bisschen beruhigt? Ja, doch. Also meine Eltern sind inzwischen geschieden und gut, meine Mama, die kommt damit ganz gut klar. Mein Vater hat ihr natürlich immer die Schuld gegeben. Das ist alles deine Schuld. Du hast ihn verhätschelt. Du hast ihn falsch erzogen. Ja, richtig. Mhm. Genau, so diese typischen Anschuldigungen. Mhm. Und momentan, deine... Ja, bitte? Momentan muss ich sagen, ist so das Verhältnis wieder ganz in Ordnung. Ich habe mir dann mit meinem Freund zusammen ja so das eigene Reich, das eigene kleine Schloss aufgebaut, leben zusammen ganz glücklich seit 3 Jahren. Am Anfang hat es niemand geglaubt. Also ich glaube, ich musste die auch überzeugen, dass das wirklich mein Ding ist. Ich musste es mir natürlich selbst, also ich kann die Menschen da draußen, die sich bis jetzt noch nicht geoutet haben, verstehen, dass sie es noch nicht getan haben, weil das ein ziemlich harter Brocken ist, den wir dann da zu überwinden. Unter Umständen immer noch, ja. Trotz, es ist alles ja schon viel freier geworden, aber in manchen Familien ist es ja noch erzkonservativ, was diese Thematik anbelangt. Und dann ist das schon eine mutige Sache, die du da abgezogen hast. Vor allem dieses Outing war halt auch wichtig für meine berufliche Zukunft, weil ich halt schon immer Friseur werden wollte. Ja. Und ich habe gedacht, gut, wenn du sagst, du bist Friseur, dann kannst du Schwierigkeiten in der Familie bekommen. Dann würden sie sich gleich drauf ansprechen. Und wieso? Weil alle Friseure schwul sind, oder was? Dieses typische Klischee, man kennt es ja so. Es ist natürlich nicht bei jedem so. Ist nicht so, nee. Ist wirklich nicht bei jedem so, nee. Und ja, dann war halt dann auch nach dem Outing für mich klar, so kannst du endlich dich bewerben. Friseur werden. Das ist ja lustig. Sind denn in deinem Umfeld, sind die anderen Friseure alle schwul? Nein. Als ich da angekommen bin, in dem Salon, als ich mich da beworben habe damals, kann ich mich noch gut dran erinnern, saß ein junger Mann an dem Tresen, es war ein Glastisch, die Beine 4-mal umschlungen. Und ich dachte so, oh mein Gott, okay. Naja, dann auch rein. Und das war lustig. Der Mann war heterosexuell, war vorher Bauarbeiter. Aha. Das war also total, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe gedacht, er will mich da irgendwie veräppeln. Aber es ist wirklich so. Also ich kenne doch viele heterosexuelle Friseure. Ja, ich auch. Also das, aber du hast recht, das Klischee ist schon so. Und es gibt viele prominente Friseure, die meisten sind davon schwul. Insofern prägt sich das dann auch so ein. Richtig, genau. Und, Sebastian. Ach, das wollte ich gerne fragen. Wie gehen deine Brüder denn damit um? Also ich werde jetzt inzwischen Diva genannt von meinen ganzen Brüdern. Mhm. Weil, aber liebevoll, oder? Liebevoll, doch. Also ich muss sagen, inzwischen ist so das Verhältnis zwischen mir und meinen Brüdern richtig, richtig gut. Und ich bin auch ziemlich froh, dass ich 5 ältere Brüder habe, weil man fühlt sich dann doch schon immer noch wie der Kleine. Ne? Ja, ja. Man wird dann doch gut behandelt. Also, dann hat sie die ganze Sache ja eine gute Wende genommen. Und finde ich eine mutige Geschichte, die du da erzählt hast. Und gut, dass du es gemacht hast. Das finde ich hier, also im Nachhinein auch. Es war wirklich ein harter Brocken, aber ich bin echt froh und glücklich, dass ich es endlich gemacht habe. Doch. Dann bleib weiterhin glücklich mit deinem Freund, lieber Sebastian, und alles Gute. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ja. Ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Das hat mir die Augen geöffnet und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schockerlebnisse bei der Arbeit. In der Technik heute Abend Michael Verhoeven. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer offenen und freien Themennacht, so wie heute im Radio bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen.